Seit März 2011 wird in Bregenz an der Pipeline gearbeitet. Nun wurde der dritte und letzte Abschnitt der Neugestaltung abgeschlossen. Insgesamt wurden in der Umbauzeit von 12 Jahren 17,5 Millionen Euro investiert. Bei der Pressekonferenz der Pipeline-Eröffnung betonten Vorarlbergs Politiker sowie Vizekanzler Werner Kogler die Wichtigkeit, die klimafreundliche Mobilität zu fördern. 2011 und 2014 wurden die ersten beiden Bauabschnitte gemacht und wir haben jetzt in einer Rekordzeit von 2 Wintern, 2021, 2022 und heuer, den letzten Kilometer quasi gemacht oder die letzten 1,5 in den beiden Abschnitten. Insgesamt wurden 17,5 Millionen Euro investiert in die Trennung von Fuß- und Radweg, in die Infrastruktur. Es gibt Duschen, es gibt WC-Anlagen, Badestege, 20.000 Quadratmeter neue Badefläche und das alles quasi umsonst. Und ich lade alle ein, an die Bregenzer Pipeline zu kommen. Es ist das schönste Naherholungsgebiet Vorarlbergs. Es werden auch Grillstellen eingerichtet, das heißt, auch die Jungen können am Abend sich hier aufhalten, konsumfreie Zone. Also was will man mehr, es ist angerichtet. Das rund 2 Kilometer lange Pipeline-Ufer zwischen dem Bregenzer Hafen und dem Luchau Strandbad gewann durch die Renaturierung deutlich mehr an Aufenthaltsqualität. Heute ist ein großer Tag für die Region, für Bregenz und natürlich auch für das Land. Vorarlberg hat seinen Strand bekommen sozusagen. Wir haben die Pipeline heute in der Pressekonferenz eröffnen können. Es kommt ein großes Eröffnungsfest noch. Ich meine, die Dinge laufen ja schon voll an diesem Radweg, der jetzt hier neu ist. Und auch beim Fußweg sind ja Hunderte, sind Tausende unterwegs jeden Tag. Im Sommer wird das ordentlich zunehmen. Ich hoffe, das Ganze bleibt sicher jetzt durch diesen Ablauf. Aber wir haben es gerade auch besichtigt, es ist eine wunderschöne Aussicht, es ist ein Vorarlberger Strand, den wir bekommen haben, ein Gewinn an Lebensqualität für die Einheimischen und für die Gäste. Mir war immer wichtig zu sagen, freies Bodenseeufer ist wichtig, Trinkwasserqualität des Bodensees ist wichtig, ein sicherer Radverkehr, ein sicherer Fußgängerverkehr zwischen diesen Ländern auch. Das ist schon eine ordentliche Qualität, ein guter Schritt nach vorne. Es ist gelungen, mit dem letzten Bauabschnitt eine durchgehende Trennung zwischen Fuß- und Radweg entlang des Lochauer und Bregenzer Ufers zu erstellen. Das war ein Argument. Das zweite große Argument war die Ökologisierung des Ufers. Wir haben über 200 Bäume im ganzen Uferbereich gesetzt, annähernd 1000 Sträucher und haben quasi die Landfläche von 10.000 auf 20.000 Quadratmeter erweitert und haben durch die Flachuferschüttungen einen höheren ökologischen Stellenwert für den gesamten See erreichen können. Gemeinsam mit Stadt, Land, Bund und Gemeinden ist es gelungen, die Pipeline fertigzustellen. Mich freut es heute ganz besonders. Ein Jubeltag, wo ein Wille, ein Radweg. Viele haben gewollt. Jetzt haben wir die Pipeline auf den Boden gebracht. 7.000 bis 8.000 Radlerinnen an Spitzentagen, da wollen wir noch mehr. Das freut mich als Mobilitätslandesrat natürlich ganz besonders. Bund, Land und Gemeinden haben an einem Strang gezogen. An Spitzentagen halten sich hier Zehntausende FußgängerInnen, Radfahrende und Badegäste aus nah und fern auf. Für sie alle ist die neu gestaltete Pipeline attraktiver und sicherer geworden.